So. Junge, was ist laut hier? Kann doch gar nichts hören, Mann. So. Auf geht's. Auf geht's. Wir müssen noch einmal zurück. Dann müssen wir mit dem Drescher, das müssen wir abladen. Wir abtanken. Und dann, du bleibst da schön stehen, mein Freund. Fangen wir an, Ball zu pressen. Du, mach doch mal einen Blinker aus. Fangen wir an, die Strohballen zu pressen. Entschuldige gerade für das Geschmatz. Ich habe ganz vergessen, ich habe noch Kaugummi. Ich kaue nur auf dem Kaugummi rum. Oh nein! Die Presse steht auch schon beim Händler. Ich habe mich doch für eine Vorderbeinpresse entschieden jetzt. Ja. So, da ist nicht mehr viel drin. So, den fahren wir mal. Ach ja, also ich habe einen Drescher, genau. Ich habe einen Drescher getauscht. Ich hatte einen Case gefunden, oder zwei Stück sind das, die sollte auch mal einen Drescher zusammenklappen, ne? Trottel. Die gar nicht so schlecht sind, oder ja, aber Die sind hier für die Karte nichts. Auf der Mecklenburgischen Seenplatte könnte man ihn benutzen. Aber ich meine, die Karte hier ist ja nun nicht klein, die ist schon recht groß. Aber ach so, wir müssen ja sowieso nach Hause, stimmt. Man kann sie auch so konfigurieren, dass man sie definitiv hier fahren könnte. Also, sprich in Deutschland. Aber sie sind doch noch ein bisschen zu mächtig. Deswegen habe ich dann doch den Glas genommen. Ja, die Mecklenburgische Seenplatte ist soweit auch schon vorbereitet. Die ist auch fertig. Das habe ich auch noch gemacht. Das hat auch. Das war fast die Hauswand. Ja. Gute 2 Stunden gedauert. Bis das alles soweit war.
warten, bis es soweit ist, so wie es jetzt sein soll. So wie ich sie haben möchte. Den Hof auch wieder ein bisschen umgebaut. Ich habe einen Stall weggenommen. Und zwar, wenn ihr auf dem Hof rauffahrt, den hinteren. Nicht den vorderen, sondern den hinteren. Den habe ich weggenommen. Was ist das? Ich wollte eigentlich... Na, egal, kann ich immer noch machen. Mache ich... Ah, aua! Ne, nach dem Stream geht gar nicht. Nach dem Stream habe ich gar keine Zeit dafür. Ja, mal gucken. Mache ich dann morgen früh. Gucken, ob ich euch dann mitnehme zum Gülle holen vom... vom Händler. Oder ob ich das morgen früh schnell alleine mache. So ein paar Touren. 10 Touren sollten erreichen. Was geht da rein? Ich glaube 30.000 geht da rein, ne? Wenn mir nicht alles täuscht. Ich glaube ja. Achso, Sprit haben wir hier schon. Nicht falsch, ne? Geht das nicht mehr? Hallo? Warte mal. Ein kleiner Augenblick. Geh mal weg, du. Du nicht willst, ne? Der meint das anders. Nee. Warum? Stich da ran hier, komm ich mal nach vorne hier. So. Ah, das ist ja. Keine Ahnung, warum der andere nicht funktioniert. Ich weiß ja nicht. Mir wurscht, der ist sowieso größer. Ja, siehst du, genau. Wir haben jetzt auch ein Auto am Hof. Mit Tank hinten drauf. Und da gehen 468 Liter rein. Was ja so zum Zwischenbetanken erstmal reicht, damit man, wenn man knapp ist, gerade so dreschermäßig. Beim Dreschen kann es auch ein bisschen knapp werden. Immer mit Anhänger fahren, das ist auch blöd. Deswegen finde ich das eine ganz gute Lösung. Ne? Zusatztank kaufen, Klappe hinten aufmachen von dem Pickup-Truck und dann unter den Tank fahren. Alter, sag mal, was macht ihr denn hier? Ihr euren Führerschein alle auf dem Jahrmarkt gewonnen. So. Wo stehen die beiden?
Was schmatzt er denn da? Wer hat seinen Tau? Was macht er denn da schon wieder? Mann, der Hund, du. Thiago, du musst da nicht durchdrehen. Fahren wir aber erstmal. Das schneiden wir auch noch zum BGA. Also wenn an dem 97R350 was hässlich ist, sind es ja, naja, die Spiegel gehen einigermaßen, aber die Kotflügel, ne? Alter Schwede, ey. Die sind so unsagbar hässlich. Und da würde ich auch zum John Deere Händler hinfahren, oder wenn man sich so einen kauft, würde ich gleich sagen, kommt, könnt ihr gleich umbauen, baut mir gleich die alten ran, die da normalerweise dran sind, so am alten 7310 zum Beispiel. Und reißt mir die Scheiße darunter. So. Da war nichts anderes, ne? Ne. Ohne Witz. Thiago? Alter! Hä? Bin wieder da? Das ist ja schön. Wer bist denn du? Ja, okay. Ich bin auch wieder da. Muss ich nicht verstehen. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Weiß nicht, wer das ist. So, ausgeklappt haben wir. Mal ein Tempomat hier einstellen, nicht? Ja, so langsam brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Fangen wir mit 12 an. Absenken, anschmeißen, auf geht's. Oh, mal gucken, was da mit den Ballen zusammenkommt. Oh, sorry. Sorry, sollen wir mal hier Strohballen fertig gepresst haben. Dann fahren wir doch erst die Presse auf den Hof bringen. Dann holen wir uns die andere Presse.
Beziehungsweise, warte mal, was brauchen wir denn für die andere? 130. Was hat unser Lang? So, einmal Kaugummi raus hier jetzt. Das ist ja echt, echt unhöflich von mir hier, mit Kaugummi rumzuschmatzen. Aber ich wollte mir vorhin eigentlich Hustenwatch mitbringen. Hatte ich vom Arzt gekommen, aber das habe ich auch wieder vergessen. Ich war zwar beim Einkaufen, aber ja. Schauen wir mal. Muss morgen sowieso nochmal los. Ich hätte eigentlich auch Getränke mitbringen müssen. Habe ich auch vergessen. Anderthalb Liter habe ich ja noch. So eine Flasche bin ich hier. Für heute Abend, das reicht noch. Vor allem habe ich jetzt auch einen Kaffee hier stehen. Und ich werde morgen ja auch nicht trinken. Oder hätte ich schon gekonnt, aber konnte man jetzt schmerzen, habe ich gesagt, nee, machst du mal lieber nicht. Trinkst du lieber einen Tee. Aber jetzt brauche ich einen Kaffee, wie gesagt, weil sonst schlafe ich echt, sonst bin ich nachher um, keine Ahnung. Fall ich um 7:30 tot ins Bett. Siehst du, bevor ich das wieder vergesse. So. Denn das habe ich nämlich vorhin auch vergessen. Wir machen zwischendurch noch ein paar mehr. Und gucken, welche sich dann als Thumbnail, das haben wir erschrocken, nimmt für YouTube. Für YouTube, YouTube. Schauen wir mal. Habe ich vorhin auch irgendwie irgendeins aus meinem Portfolio genommen, weil ich habe mittlerweile so viele Bilder. Und da hat das Spiel schon mittlerweile erkennen, wenn man dann doch irgendwie mal so ich sagen wir so eine passende Art von Wallpaper runterlädt und die dann als Thumbnail benutzt. Das mache ich nicht wieder. Denn die ganzen anderen Videos, die da sind, die mit der Dings, die wurden alle geclaimed, da wurde sich immer schön beschwert. Obwohl die restlichen nachher von den alten Videos, also vom LS19 Teil, zum größten Teil wirklich nur noch meine eigenen Bilder waren. Kamen die Leute an und haben gesagt, das ist meins, ja. Am Arsch. Aber das konnte ich aber auch mal schön belegen, dass das meine eigenen Bilder sind. So, warte mal, haben wir jetzt hier auch die Anzeige? Mal eben ganz kurz gucken. Ja, haben wir. Siehst du, das zählt nämlich dann doch für alle Pressen. Weil irgendjemand sagte, nämlich, das Vermehrpack hat ja einen Ballenzähler und das gilt nicht für die anderen Pressen. Sondern nur für die von Vermehr und das stimmt nämlich nicht.
Aber ich hätte es trotzdem schöner gefunden, wenn man sie da unten irgendwie doch drin gehabt hätte. In der Form vom Tag oder irgendwo. Komm. Bitte schneller kannst du, ne? Aber es ist ja trotzdem schon eine Erleichterung, man kann ja zwischendurch, wenn was heißt zwischendurch, wenn man fertig ist, dann mal kurz das Helfermenü aufmachen und gucken. Dann hat man ja die Endzahl der Ballen, was am Ende bei rumgekommen ist. Weiß man das ja auch dann. So, jetzt mache ich die Pickup nicht extra hoch, jetzt hier rein. Vorne weg. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob. Doch. Ist größte Größe. Also nur die Pischiballen will ich nicht. Da brauche ich nicht, da kann ich nichts mehr anfangen. Drücke ich die B-Taste. Ohne die LB-Taste. Ach so, ganz kurz, ich muss noch einmal unterbrechen. Ganz kurz, Freunde. Ganz kurz. Den wollen wir annehmen. Und den wollen wir annehmen. Hm, nee, den wollen wir nicht annehmen. Und nur weil der Drescher hier gerade steht, weil die 15 ist da oben in dem Raps. Die 1 ist, weiß ich jetzt gerade nicht, keine Ahnung. Aber das machen wir dann. Eventuell nach dem Silageballenpressen noch. Aber auch nur eventuell. Da gucken wir dann mal. Das schaut doch gut aus.
Wir müssen eh Gülle zukaufen zu Anfang und wir haben keine, weil hier soll ja auch noch, wenn wir dann hier durch sind, dann irgendwann später Gülle ruf. Wenn mal gepflügt werden müssen, sowieso wieder nur die Grünflächen und eventuell die Rübenflächen oder Kartoffelflächen. Aber da können wir ja auch nochmal nachgucken. Aber das ist ja noch, das hat ja auch noch Zeit. Die Kartoffeln sind eh noch nicht durch. Das dauert noch. Rüben dauern auch noch. Zumal ich auch gar nicht weiß, ob wir überhaupt Flächen mit Rüben haben. Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich gar nicht. Fusselkram auch mal einsammeln. Zudele. Na Hund, was los? Was geht ab, Digga? Was geht ab bei dir? Ach, doch so viel. Oh ja, genau, Thiago. Ich möchte echt mal wissen, wie das mit dir werden soll, wenn du ausgewachsen bist, ey. Fusselkram hier. Ich denke, ja. Los, mein Schatz. Nach vorne gucken. So. So, dann ziehen wir gleich mal wieder die längeren Bahnen, wenn wir die kurzen hier oben fertig haben. Oh Digga, warte mal. Was machst du? Schön gegen Krümel mitnehmen. Und das ist das einzige Stroh, was wir kriegen bis zur nächsten Saison. Ja, ich weiß, da oben steht noch eine Menge an Kohle und so weiter, aber das ist nachher auch schnell weg. Glaub mal.
Das ist so, erstmal einen Schluck habe hier. Auch ratzfatz weg. Ne? Jetzt die erste Zeit ordentlich Gülle zu kaufen, dann kommt kommen noch Tiere, dann Kalk und Saatgut und Mineraldünger und sowas alles. Herbizide, Pestizide, das kostet auch ganz Geld, ne? Dann zwischendurch mal auch bestimmt einen oder anderen Schleppertausch. Gehe ich mal ganz stark von aus. Jetzt zu Anfang noch nicht auf jeden Fall, das ist ganz klar. Die müssen auch mal gewisse Stunden runterreißen jetzt. Ich kann mal gucken, wo mir das anzeigt, wie viele Hektar Wald das sind. Das muss ich hier nochmal ganz kurz unterbrechen. Denn so klein ist der Wald gar nicht. Wo sind wir zugange? Dort. 2 Kilometer. Das zeigt er mir nicht an. Aber das Stück hier und das Stück Wald. Warte mal, wir kaufen das jetzt schon mal. Das wollen wir komplett roden. Komplett weg. Dann kompletten Stuppen raus. Das wird auch noch Arbeit. Dann kommt der Weg hier zwischen raus. Dann machen wir einen Acker draus. Das wird auch noch ordentlich Arbeit. Oh, ich sehe gerade was. Klein Moment mal eben. Oh, er hat schon wieder rausgenommen. Ich weiß nicht, was das jedes Mal ist. Was soll der Scheiß? Hä? Wo bist du denn? Da. Such mir das. Übernehm das. So. Mal aktualisieren. So. Auch Sonne musst du ausgerechnet. Jetzt so losballern hier, was soll das? Warte mal, dann wird das hier. Mal weg das Stück. So, Pickup Runde. Ja, das wird noch eine Menge Arbeit auf jeden Fall. Also das sind nicht wenig Bäume. Ich möchte ja nicht sagen, aber bestimmt ein paar hundert. Da gehe ich stark von aus. Aber nachher zum Winter hin, wenn nicht so viel zu tun ist, dann ist ja eh nicht viel zu tun. Dann kann man das ruhig mal machen.
Denn wie gesagt, in 3,5 Wochen kommt ja auch schon das neue Platinum Add-on mit der neuen Map, mit den neuen Force-Maschinen. Dann passt das ganz gut. Dann passt das auf jeden Fall. So. Also siehst du, da muss ich mir den Ballenwagen nochmal konfigurieren. Und dann müssen wir mal gucken, welchem Schlepper wir Frontlader verpassen. Weil brauchen wir, tun wir den sowieso. Für die Big Bags nachher das alles. Für Dünger und Saatgut und so ein Schickimicki-Kram. Und Kalk und so weiter. Der Bruch wäre eh ein. Ich denke mal, da werden wir auch wieder den Class 650 für nehmen. Mit dem lässt sich das nämlich gut. Mit dem lässt sich nämlich gut arbeiten. Das ist mir gemerkt, bei so manchen anderen Schleppern, da reagiert der Frontlader teilweise mitunter so hektisch und so, ja. Nicht so schön. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich weiß das doch auch nicht, Mann. Meine Güte, war das schon wieder. Was ist hier los? Ja, ich wollte eigentlich erst runterfallen, aber ich habe vorne eine Halle verbaut, eine Werkstatt. Und die lassen sich da besser stapeln. Da kriegen wir mehr von rein, natürlich von den Rundballen. Wenn ich glaube, so wenig werden das gar nicht. Gucken wir nochmal. Was? Fallout 76? Was? Was? Wer zockt denn da Fallout 76? Wie tun sowas tun? Kann ich gar nicht verstehen. Nein, Quatsch. Mittlerweile finde ich es gar nicht schlecht. Also mittlerweile, also Fallout 76 hat sich mittlerweile wirklich gemausert. So was das Spiel angeht und so. Einzige, was immer noch so ein bisschen schwächelt, sind die Serverkapazitäten, beziehungsweise dass das so wenig Mitspieler sein können. Das ist noch so ein bisschen, da könnte bis gestern noch mal so ein bisschen an der
Stellschraube drehen. Was ist damit eigentlich geworden? Seitdem damals die Erstvorstellung mit hier Fallout 4. Mit dem Miami bla bla bla, was er in Miami spielen sollte. Also seitdem hat man nie wieder was davon gehört, ne? Also ich zumindest nicht. Und da waren die sicher auch noch nicht sicher, ob das jetzt doch nur ein riesen mega DLC wird oder ob die das dann doch noch lassen und direkt Fallout 5 angehen wollen. Ich habe keine Ahnung. Aber ein neues Fallout wäre schon auch schon nicht schlecht. Fallout 5 hätte ich schon Bock drauf. Fallout 4 ist schon ein saugeiles Spiel. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Aber jetzt demnächst, wie gesagt, kommen ja noch ein paar andere Spiele, die als erstes dran sind. Eine kommt jetzt ja auch schon im. War das Ende Oktober oder November? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Kann ich gar nicht sagen. Ja, und Stalker 2 wurde ja weit, weit, weit nach hinten verschoben. Das kommt ja irgendwie erst Dezember nächstes Jahr raus. Aber das hat ja auch mit der ganzen komischen Situation da zu tun in der Ukraine. Und damit machen wir ja einen Schlussstrich und Punkt. Denn das Thema diskutiere ich hier im Stream nicht. Ja, da müssen wir uns halt gedulden. Wenn es rauskommt, kommt es raus. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Und dann hatte ich das Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, welches das andere war. Nee, Stellaris war das nicht. Mensch, wie heißt denn das? Nee, Starfield kommt ja auch erst nächstes Jahr raus. Boah, muss ich nachher mal in meiner Dingsliste nachgucken, weiß ich jetzt so gar nicht. Spielt auf jeden Fall auch im Outer Space. Das weiß ich auf jeden Fall. Das hatten sie auf dem im Xbox Summer Game Fest vorgestellt. Django, kriegst du irgendwie Kilometergeld, dass du hier von der Stube immer ins Schlafzimmer, wieder zurück, wieder hin und her? Bezahlt dich jemand dafür? Dann kannst du dir demnächst ja auch dein eigenes Futter kaufen. Was hältst du davon, Digga?
mal, können wir mal ganz. Nee, das wollte ich gar nicht. 27 Ballen erst. Das kam mir gerade schon irgendwie mehr vor. Das ist ja nicht so dolle. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Wir sind jetzt 48 Minuten live, sagen wir 40 Minuten davon sind wir am Pressen. Also ich hätte jetzt schon irgendwie mit keine Ahnung wie viel gerechnet. Gefühlt so 40? 45? Da müssen wir ja da noch Stroh zu kaufen. Da kommen wir ja nicht an vorbei. Da müssen wir ja ordentlich Stroh zu kaufen. Aber locker 50 Ballen oder irgendwas, definitiv. Was frisst denn da gerade Geld? Ein paar Minuten stand er noch etwas über 7 Millionen. Jetzt nur noch 6,8. Na nun. Da hat sich bestimmt der Staat bedient. Das Finanzamt war bestimmt da. Und hat gesagt, komm, mein Junge, gib uns mal ein bisschen was davon. Wir haben nicht mehr so viel. Jago, kannst du. Aua, danke. Trampeltier. Ah, Digga, was machst du hier? Junge, setz dich doch mal hin. Mach doch mal Platz. So, ich glaube, da hinten hatten wir auch noch ein oder zwei Schwarzen. Oder waren wir da komplett durch? Ich weiß nicht. Ich fahre mal vor, sie habe eben hin. Ist ja nicht so schlimm. Nee. Wenn nicht, dann nur noch den einen hier, dann sind wir schon durch. Oha. Oha. Werden das werden wohl am Ende 30, 35 vielleicht. Ja, das reicht ja vorne und hinten nicht. Ich will ja nicht nur mit 20 oder 30 Kühen hier rumspielen, weil dann kriegen wir nicht genug Wille zusammen. Ich meine, die wir jetzt sowieso dazu kaufen müssen, weil wir noch gar kein Tier haben. Sind noch keine Kühe da. Ja, wir gucken gleich mal. Ich schätze mal so irgendwas 32, 34 Ballen oder so. 27 hatten wir eben. Schauen wir mal, bin mal gespannt. Bin ich ja mal gespannt. Den Kram nach vorne noch mit.
Alter, und du musst immer eskalieren, ne? Unglaublich. Unglaublich. So, die Animation hätten sie auch besser machen können, ne? Aber so zack. Aber na gut, was soll's. So, wir drehen den Tempomat mal wieder hoch. Also er ist jetzt diesen Monat 10 Monate alt geworden, ne? Ich habe ihn jetzt seit 5 Wochen ungefähr. Ja, kommt hin. Ach, da brauche ich gleich gucken, da kann er nichts kommen, der BA. Aber sicher, sicher. Manchmal kannst du echt denken, du hast hier einen 3 Monate alten Welpen, der nur Flausen und Blödsinn im Kopf hat. Das ist der Wahnsinn. So. Also ich finde die Einfahrt hier als Haupteinfahrt irgendwie schöner als die andere vorne. Ich muss mich gar nicht angucken, du Spinner. Echt, du bist ein... Ohne Witz, ey. Du bist unglaublich, bist du. Wenn du dich so mal draußen benehmen würdest, ne? Wenn andere Hunde da laufen und nicht zum Biest wirst. Also der wird wirklich richtig, richtig garstig. Also da ohne Maulkorb draußen ist momentan nicht mal. Es ist schon besser geworden, aber dass man sagen kann, jo, jetzt können wir auch mal ohne laufen. Ne? Das. Funktioniert nicht. Noch nicht. Aber wir sind ja fleißig dabei. Also am Trainieren. Aber ist auch kein Wunder, wie gesagt, das, was er erlebt hat. Er wurde halt ständig da, wo er vorgewiesen ist. Von seiner Mutter gebissen und von seinem Bruder gebissen. Und das von Welp auf an. Also immer wieder weggebissen und dann auch von seiner Mutter zweimal richtig gebissen. Also so richtig, richtig, richtig dolle. So richtig mit schwerer Verletzung. Aber am Unterbauch und am Hinterlauf. Wo
wo ich dann ja, als ich bei der Tierärztin, wo meine Tierärztin gewesen bin, auch zur Farm bekommen habe, weil er immer so ein bisschen lahmt. Ja, das hat er von Anfang an gemacht, als ich ihn bekommen habe. Das kam mir schon so komisch vor. Und die ihn hergebracht hat, das war ja nicht mal die eigene Besitzerin, die ihn hergebracht hat, sondern die hat eine Freundin beauftragt. Was auch schon sehr viel aussagt. Ja. Und da wurde dann nur gesagt, er hat sie gesagt, ja, der hat sich wohl vertreten. Ja, Und da wir ihn auf dem Samstag bekommen haben, ja, auf dem Samstag hat sie ihn gebracht, hatte unsere Tierärztin ja nicht mehr auf. Und dann bin ich dann montags dann halt hin, auch wegen Auffrischung, wegen Impfung und das alles, das war ja gar nicht vorhanden teilweise und dann Entwurmung und so ein Kram. So frei war, Gott sei Dank. Ja, dann hatte ich sie gefragt. Ich sag, du, pass mal auf, hier so und so, pass mal auf. Der lahmt teilweise. Am Hinterlauf, dann hängt der immer so ein bisschen. Und ich rufe wieder raus. Nein. Wo laufe ich denn hin? Ich wollte eine Schleppe haben. Ja, dann sind wir dann raus und dann hat sich das ein paar Mal angeguckt beim Rauf- und Rollerlaufen und sagte, ja, da war wohl, so wie es aussieht, wahrscheinlich mal ein Bruch sogar oder irgendwas. Und das konnte natürlich auch nicht mit 100%iger Gewissheit sagen. Und dann sagte sie, ja, können wir nur fürs Röntgen feststellen. Und Röntgen, Röntgen ist teuer. Aber wir wollten da Gewissheit haben und haben es machen lassen. Und ja, das ist ein Bruch, der nicht behandelt wurde, der so von alleine jetzt gewachsen wurde oder gewachsen ist. Allerdings auch nicht richtig, ne? Kann er nicht, weil er war ja, Bein war ja nicht geschehen, gar nichts. Aber das tut ihm so kein, also er hat damit keine Schmerzen oder irgendwas. Er springt, läuft und tobt. Also das ist, ja, wie sich ein Mali halt benimmt, ne? Was bremst du denn, Junge? So, Gewicht brauchen wir noch. Wir hatten mir noch keins. Junge, der dreht aber auch im allerobersten Bereich. Halleluja. Er hat da eine Schraube gedreht. Irgendwas stimmt mit der Petra-Schüler nicht. Ah, ich möchte echt mal wissen, was das in letzter Zeit schon wieder ist. Das ist auch eine Sache, die mich richtig nervt. Da muss ich mit der Taste. Richtig nervt. Nein. Da müssen wir hin. Nein. Da müssen wir hin. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Blinker aus. Doch, da ist es. Ah, wieder. Sehr toll da. Wieder ran. Ah, das war der eben. Siehst du wohl. So. Darf ich da nur nicht vergessen zu gucken wegen der... Das können wir jetzt mal eben machen.
So, das einschalten. Wieso ist denn die... Oh, ich sehe auch wieder nichts in der Sonne. So. Blick, ich fahre so. Naja, da müssen wir doch mal warten. Da kommt noch was. So, du aber. So, auf geht's. Ah, ein Schuh, die wird mal warten. Dann macht das nass. Ich weiß es nicht. Wo seht ihr denn jetzt jetzt hier? So, könnte ich noch einschauen. Jetzt sind erstmal auf 10. Ja, würde ja passen. 130 brauchen wir, 150 haben wir. Das passt. Sollte automatisch ablegen, habe ich doch gerade eingeschaltet. Eigentlich bräuchte ich nicht stehen bleiben. Mach ich doch. Siehst du wohl, dann können wir ja. Immer Schnur und Schnur. Die hier werde ich allerdings nicht mit dem Frontlader verladen. Weil mit dieser komischen Greifzange, das dauert mir zu lange, das ist mir zu doof. Damit nehmen wir dann den Sammelwagen von Akkusin, den automatisch für die Rundballen. Siehst du, da weiß ich nun auch noch nicht, wo ich die hinpacke. Dann müssen wir eine Wiese mähen für Heu. Aber da werde ich dann wohl Quaderbein draus machen. Noch Hohlenballen und dann volle Größe. Dann bräuchte ich aber doch wieder, ja, da können wir uns die für mehr mieten, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht weiter wild.
Dann können wir ja doch schon mal ein paar Zubringer, ein paar Tourengülle holen vom Viehhändler. Den können wir nämlich morgen im Stream schön Gülle fahren. Dann kommt schon schön Gülle hier rauf. Oder Gärreste, je nachdem. Schauen wir mal. Das fällt mir jetzt erst auf. Das Lenkrad ist jetzt gar nicht mittig, ne? Oder guck ich, nee, das ist nicht in der Mitte. Aber nicht schlimm, meine ich. Stört mich jetzt nicht so extrem. Ist das bei dem Originalsteuer von Giants auch so? Dass es leicht versetzt sitzt? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Original ist. Egal, nicht weiter schlimm. Warum hat er da noch was liegen lassen? Was ist das denn? Lass hier auch was liegen, wenn ich jetzt vorbeifahre? Ah, da ist so eine. Nee, warte mal. Das hat er überall gemacht, sehe ich gerade. Ah, ich dachte, man braucht nicht anhalten. Ja, toll. Dann kann ich ja komplett normal links hier. Das ist doch für den Arsch. Das ist ja richtig für den Arsch. Da hätte man doch die Vermeer nehmen sollen. Die wickelt zwar nicht gleich, aber da brauchst du wenigstens nicht, nicht anhalten. Ach, das ist doch nervig. Ja. Das ist doch echt nervig.
Ach Mann, ey. Ja, ist ja auch logisch, ne? Wenn die Klappe aufgeht, wie soll der was in die Vorpresskammer? Das geht ja auch nicht. Bin auch ein Trottel, ey. Ich bin auch ein Trottel. Wenn Dummheit wehtun würde, hätte ich jetzt Kopfschmerzen. Hab ich aber nicht. Mann, 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 Heuer, ey. Das ist aber unsagbar. Was soll's, Sprit kostet ja nix. Was ist hier los? Naja, auf jeden Fall Mastercard, die mich auch. Aber so eine Kacke fallen so viele Leute rein, ne? Das ist auch immer wieder unsagbar. Und unglaublich. Ach ja, ach ja. Ich bin gewundert, ich denke, warum bleibt denn da was liegen und da was liegen?
Ja, aber wie eben schon erwähnt, das kann ja auch nicht funktionieren, ne? Wenn die Klappe auf ist, dann geht in die Vorpresskammer auch nicht rein, ne? Wie soll das auch funktionieren? Ach, du kommst schon, stell dich nicht so an. Zieh, Junge, zieh. Drücke ich denn B? Was mache ich denn? Wieso tue ich das tun? Und gleich beim nächsten Ballen anhalten müssen, dann werde ich gleich mal gucken, wie viele Ballen wir schon haben. Vierundzwanzig. Ich bin wieder, naja. Na, doch nicht ganz, aber fast. So, das. Ja, aber viel ist es trotzdem nicht, ne? Auch 24 Stück ist nicht gerade. Gut, wir haben noch ein paar Schwarz vor uns, aber trotzdem. Die Welt ist halt nicht. Aber wir haben auch noch ein paar Koppeln. Da sind noch ein paar Wiesen. Die sind auch nicht klein.
kam jetzt auch schon wieder kalt. Los. Ja, Stinky. Was ist los? Aua, Digga. Jago, Platz. Oh, ja, genau. Ja, schubst mich vom Sofa. Ja, schubst mich vom Sofa hier. Schubst mich hier vom Sofa, du Stinky. Hm? Das ist mein Großer. So, ich muss weitermachen. So ist fein. Oh, Thiago, was machst du denn immer? Aua. Was ist? Zieh, Steuer, zieh, zieh, zieh. Puh, oh, Entschuldigung. Ui. Oh, sorry. Junge, was war das denn? Lindenherrschaft. Oh, dieser Hund, ne? Das haben wir aber schon an die Ohren, ey. Also der New Holland, der ging ja noch. Der war noch recht angenehm. Wo der ja auch schon so einen kräftigen Sound hat. Aber der hier, das ist ja schon hart an die Grenze. Obwohl das eigentlich so vom Dings her, glaube ich, der gleiche Sound ist wie vom 7810. Bin ich der Meinung. Vielleicht nicht ganz. Hört sich so ein bisschen, so ein klein bisschen abgeändert an, bin ich der Meinung. Kann mich auch täuschen.
Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste, ne? Ihr wisst ja, im Alter lassen die. Im Alter lassen die. Das hat Gehör ja auch so ein bisschen nach, nicht? Stimmt, das habe ich auch ganz vergessen. Das können wir auch noch mal eben machen. So. Mal schnell einen Screenshot gemacht. Mann! Hat er so in den Farben so ein bisschen was Militärisches irgendwie, ne? So von außen. Und mir gefällt das so mit den zwei verschiedenen Farben. Also bei dem Scheuer hier zumindest. Passt jetzt auch nicht zu, passt jetzt auch nicht zu jedem Schlepper. Müssen wir mal gucken, ob wir auf dem Hof irgendwie vielleicht noch irgendwo einen Platz finden. Weil ich lasse den Schweinebetrieb jetzt doch so, wie er ist. Da wird auch noch rum zu eiern so lange und dann habe ich keinen Bock zu, das lasse ich so. Wo dann die Rundballen lagern können. Alter Thiago, ey. Dieser Hund, ne? Verschalte dich doch noch öfter. Also wir müssen das Stück sowieso fliegen, davon abgesehen. Sag mal, hackt das bei dir? Alter. Kleiner Augenblick. Jetzt muss ich mal hin. Der tickt ja wohl nicht richtig. Moment, bin doch wieder da.
So. Da war er doch tatsächlich der Meinung, er muss sich mal ganz kurz eben ein Kissen holen. Vom Gästeschlafsofa. Alter Schwede. Den kannst du hier wirklich ein, zwei Stunden alleine lassen. Da ist nichts, gar nichts. Da ist alles an Ort und Stelle. Da geht er nirgends vorbei, da macht er nichts. Alter, das ist echt der Hammer. Ohne Witz. Ah, oh, jetzt habe ich wieder. Ja, ist egal jetzt. Muss ich gleich drauf achten. Bin ich wieder durchgefahren, anstatt anzuhalten. Nicht gleich mitnehmen, das Stück da. Du brauchst mich gar nicht angucken, mein Freund. Ja. Weiß, was los ist, ne? Oh, und schon wieder. So. Fahr dich mal runter. Und Concentration. Jago, ich warne dich. Nur im Guten, mein Freund. Nimm deine Bälle und dein Tau. Und dein anderes komisches Holzdingsbums da. Wir waren schon keine Ahnung, wie lange laufen heute. Heute hat er es echt. Ach komm. Meine Güte. Kommt ja gar nicht auf den Quark hier. So, erstmal das Stück hier. Aus dem Augenwinkel hier. Ey, was hat er denn da Großes im Maul? Ich gucke hier richtig. Ich denke, hä? Ich denke, was ist das denn? Richtig dieser freche Blick. So, hihi, guck mal. Hab Kissen.
Mann, 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 Mann. Da musste ich mir irgendwie eben im ersten Moment wirklich selber das Lachen verkneifen. Aber das darfst du nicht machen. Das darfst du wirklich nicht machen. Und denkt er nämlich auch, hö, guck mal, der läuft. Find er geil. Find mein Herrchen cool, was ich da mache. Nee, nicht wirklich. Absolut überhaupt gar nicht. Anhalten. Und das, was ich wundert, hab, stimmt auch nicht. Mit der Vermehrpresse musst du auch anhalten. Das war auch Blödsinn, was ich da erzählt habe. Denn auch da geht die Klappe ja auf. Utro und Quaderbein, da musst du nicht anhalten. Das ist, sei denn, du hast auch eine Dings-Kombi, eine Wickel-Dings-Bums-Kombi dann. Dementsprechend auch. Ach, jetzt liegt er hier unten. Um den Fußboden, hinterm Sofa. So. Hä? Ach so, der hat den Ball noch gewickelt gerade. Ich wollte sagen, was war denn jetzt los? So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ist ja nicht mehr viel. Aber die den Schwatt hier durch haben, dann nur ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Ich muss mich mal auf Kaisers Thron. Das ist ein Pinkel wie ein Ochse.
Ja, so ranfahren sollten wir das vielleicht nicht kriegen. So. Bin gleich wieder da. Ich mache kurze Pause. Muss mal ganz kurz aufs Klüchen und dann geht's sofort weiter. So, wieder du. So, dann weiter geht's. Entschuldigung. Entschuldigen Sie vielmals.
Aua. Ein Quaderbein. Wie viel Kombi haben wir noch gar nicht, ne? 22, ja? Ja, kommt aber reichlich bald runter, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Dabei ist das noch nicht mal so groß, ne? Das ist nur ein relativ langes Elend hier. Die Weide. Das werden wir hier auch als erstes machen, sobald die Ballen, oh, ich darf nicht immer vergessen, anzuhalten, runter sind. Dann wieder rauf, umfliegen, weil umfliegen müssen wir sehr, kommen wir nicht drum rum. Dann wieder Gras rein. So frisch ansehen. Dann in der ersten Wachstumsstufe Mineraldünger draufballern. Dann in der zweiten Wachstumsstufe nochmal Gülle rauf, aber wie gesagt, das dauert ja auch noch. Dann werden wir morgen wohl erst die Ballen hier wegsammeln. Dann haben wir das 18:12. Oder heute noch, mal gucken. Aber da muss ich mir dann erstmal angucken, wo wir die lagern können auf dem Hof. Das weiß ich nämlich noch nicht. Da müssen wir auch Platz für haben. Da müssen wir ja auch Platz für haben, nicht? Und irgendwo diese kleinen Schuppen, beziehungsweise diese kleine Scheune da, da sind ja zwei Schuppen da. Da will ich sie nicht reinpacken und da passen sie auch gar nicht alle rein, davon abgesehen. Die eine Halle mit Werkstatt, da ist ja rechts die Werkstatt und links Unterstand für Fahrzeuge oder irgendwas. Da sollen die Quaderbeine hin. Die Vierkantbeine.
Oder packen beide da rein, mal gucken. Aber das sind zu viele, das passt glaube ich nicht. Hier auf der Koppel will ich es nicht lagern. Könnte man machen, aber nee. Da ist noch was. Noch mitnehmen. Wollte gar nicht ausmachen. Das hatte ich nicht vor. Ach, das sieht man sogar gar nicht. Das sehe ich ja nur beim. Ja, stimmt. Aber ganz kurz. Und so schlecht sehen die Werte hier gar nicht aus. Nein, nicht ausmachen. Ah, das mach ich ja nicht. Ich bin schon wieder. Konzentration lässt schon wieder nach hier. Und Fisch hat 8, ich meine, das hört man ja, aber dann, wie gesagt, ich habe wieder so viele Ideen, die mir im Kopf rumschwirren. Was jetzt unbedingt noch nicht mal, zum Teil auch, aber noch nicht mal diese Map betrifft hier, sondern die Mecklenburgische Seenplatte. Weil es da ja nur einen Hof gibt. Da gibt es ja nicht mehrere Höfe. Also keine mehr, ne? Reguläre Viehbetriebe, jetzt meinetwegen Kuh, Schwein und so, gibt's ja nicht. Da ist ja nur ein großer Milchviehbetrieb. Ja, und der kleine Ackerbaubetrieb da auf der anderen Seite. Ein Stückchen weiter die Straße runter. Auf der linken Seite. Aber sonst. Und da könnte man nämlich dann. Da stehen ja zwei ganz große Hallen drauf. Die Hallen wegnehmen, weil Hallen und Unterstände haben wir wirklich genug auf dem Milchbetrieb. Da sind so viele, so viele Unterstellmöglichkeiten. Da sind zwei große geschlossene Hallen. Da ist einmal die große Halle mit dem offenen Unterstand, dann mit der Werkstatt, dann noch ein kleiner Abstellraum, Abstelldings für die Schlepper. So. Bleib ab dem Kram. Ja. Siehst du wohl. Da könnte man dann nämlich auch noch mal einen kleineren Schweinemastbetrieb draus machen. Das schwirrt mir nämlich schon die ganze Zeit im Kopf rum. Das lässt mir schon wieder keine Ruhe.
Da werde ich vielleicht sogar nachher nochmal beigehen. Oder morgen früh vorm Stream. Können wir noch im Stream machen, aber nee, dann ist man immer so unkonzentriert. Also ich zumindest. Alles Stinker, brauchst mich gar nicht so zu angucken. Ne? Hast Scheiße gebaut, das habe ich geschimpft mit dir, ja. Der Pech gehabt. Tiago, ich warne dich, mein Freund. Lass es. Ich schimpf wieder. Ja, das kennst du von mir nicht, schimpfen, ne? Das läuft nicht. Du darfst da ja aufs Sofa im Schlafzimmer, aber die Kissen in Ruhe lassen. Ich ziehe die Hammelbeine lang, mein Freund der Sonne. Jetzt habe ich die vorne nicht geschlossen, ne? Aber egal. Da wird bestimmt keiner kommen und sich ein Hundbein schnappen. Kommt, wenn man sich verschaltet. So, aber das wird es erstmal gewesen sein für heute. Das war's. Ich merke, ich habe langsam auch richtig Hunger. Ich habe mich auch noch nichts weiter gegessen heute, außer zwei Scheiben Brot. Sehr typisch. Das ist immer, wenn ich irgendwo bei bin und am dies und das machen und... Dann vergesse ich oft das Essen und teilweise sogar sehr oft das Trinken. Also es hört sich doof an, aber es ist tatsächlich so. Ich trinke in letzter Zeit nämlich auch schwer, wirklich sehr wenig. Und da werden wohl auch, das hat der Arzt auch gesagt, die Nierenschmerzen herkommen. Bist du schmutzig? Das ist 81,65, nicht 81,45. So. So, Freunde der gepflegten Landwirtschaft, das war's für heute auch erstmal wieder. Ich werde mir jetzt gleich was zu essen machen. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Ich weiß noch nicht, wann morgen früh. Aber ich glaube nicht so früh wie heute Morgen. Na, ich sage mir mal recht herzlich Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis morgen und ciao, ciao.